Willkommen zurück zu Legend of Zelda The Wind Waker. Wir sind in Tantopia angekommen und haben den Dekobaum getroffen und der hat uns ein Item bereitgelegt. Warum wir draußen sind, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Aber der Dekobaum hat uns ein Item bereitgelegt, welches wir uns nehmen sollen. Jetzt habe ich dich. Und wir sind aber noch nicht auf den Baum geklettert. Also wir müssen dann den Dekobaum erklettern, um daran zu kommen. Hüpf. Tschüss. Genau, und das wird so das nächste sein, was wir tun. Und dann werden wir wahrscheinlich auch relativ schnell wieder in einen neuen Dungeon kommen. Au, falsche Taste. Die wollte ich. Ein Herzchen. Das hätte ich eigentlich gebrauchen können. Diese blöden Deko-Viecher, die können einfach nix. Die Octoroks, die sind manchmal gefährlich, wenn man sie nicht sieht, wenn man nicht weiß, wo man hingucken muss oder so. Da können die Octoroks sehr gefährlich sein. Aber die Deku-Pflanzen, ich glaube zumindest, dass sie die... Ja. Nee, das sind keine Deku-Pflanzen. Weil der Deku-Baum ist ja freundlich. Auf jeden Fall sind die gefährlich. Ja, da kann ich nicht hochklettern. Warum sollte ich da hochklettern können? Die Stufe ist ja sehr flach. Na gut, dann klettern wir mal den... Ah. Weißt du, was das hier für eine Pflanze ist? Das ist eine Planta Humpa. Und wenn du dich vorsichtig stellst... Okay, damit kann man an hohe Orte springen. Ja, und ich dachte jetzt eigentlich, dass ich damit ein bisschen auf eine Plattform komme. Vielleicht in die Richtung. Ne, da komme ich auch nur auf... Ich dachte eigentlich, dass ich so... Ah, ja. War mein Gedanke doch richtig. Aber irgendwie... mag das Spiel mich nicht. Also man muss eigentlich perfekt steuern anscheinend. Um da hochzukommen. Also genau in die richtige Richtung schauen und alles. Das ist ein bisschen stressig. So. So. Nein. Abrollen. Ah, und da kann man nicht abrollen. Wenn man so durch die Luft geschleudert wird, kann Link nicht abrollen. Und dann kriegt man Schaden. Ich brauche keine Rubine. Ich brauche ein Herzl. Nimm mal ein Herzl. Mist. Hier? Link auf der Suche nach den Herzen. Da ist eins. Ich meine, ja, ich hätte natürlich warten können, bis ich mehr Schaden kriege, aber wenn es gut läuft, sind wir jetzt eh gleich oben. Dann gehen wir mal in die Richtung weiter. Da ist eine Plattform zum Draufstehen. Okay. Du bist wirklich sehr geschickt darin, werter Freund. Weiter so, bis ganz nach oben. Wenn du die falsche Richtung ausgespuckt werden solltest, dann lass einfach L in neutraler Position, sondern bist du sicher wieder in der Planta Humpa. Ah, das ist natürlich eine wichtige Information. Brauche ich jetzt einen... Ja, ich brauche jetzt einen Haken. Jetzt muss ich mit dem Haken rüberschwingen, um in der Planta Humpa zu landen. Planta Humpa ist schon ein scheiß Name. So... So. Dann komme ich da hoch. Dann kann ich da hoch. Und jetzt kann ich hier zu diesem Item. Das Dekublatt. Lege es auf YX und R und wirble deine Umwelt kräftig auf. Benutze es im Sprung, kannst du mit Hilfe deiner magischen Energie durch die Lüfte gleiten. Du musst dabei lediglich auf die Windrichtung achten.
Wetterfreund. Nee. Wetterfreund, hier drüben. Geht von da drüben mit der Hilfe des Deko-Blattes zu mir. Wenn ich darüber will. Ja, okay. So, wir legen jetzt den Haken auf X und das Blatt auf R. Also, das eine, was man mit dem Blatt machen kann, ist das. Man kann Wind machen. Das andere ist Hüpf, Flieg. Und wieder wegpacken. Autsch. Und da füllen wir unsere Energie wieder auf. Großartig, Wetterfreund. Du scheinst den richtigen Umgang mit dem Dekoblatt bereits prima zu beherrschen. Aber wie vermutet, kannst du nicht allzu lange fliegen, da du viel schwerer bist als wir, Wetterfreund. Also dann, da drüben ist der Eingang zum verbotenen Heim, in dem der arme Makoros abgestürzt ist. Bitte rette unseren Freund Makoros. Ja. Kann man machen. Ich will aber eigentlich da hoch. Ich will eigentlich nur wissen, was da drüben ist. Na, okay. Wir wollen mal nicht so sein. Wir retten mal Chorus. Glückwunsch, Wetterfreund. Endlich hältst du das Dekoblatt in Händen. Die unheimliche Insel, die du da siehst, ist der verbotene Hain, in dem Makoros gefangen gehalten wird. Klick mit Hilfe des Dekoblattes bis zu dem Eingang da vorne. Das Dekoblatt ist aber ein windabhängiges Utensil. Wenn also der Wind nicht in die richtige Richtung weht, landest du im Wasser anstatt am Ziel. Ich hoffe jedenfalls für dich, dass der Wind die Richtung dort weht. Ja. Wir machen aber noch eine Zwischenlandung. Wobei da dieser blöde Wirbelsturm im Wind ist, aber der soll uns nicht stören. Warum überlege ich jedes Mal, wie die Lichtlieder gehen? Ich habe sie doch auf dem Gamepad drauf. Bläst er jetzt auch in die Richtung, die ich will? Karte. Nee, bläst er nicht. Er bläst jetzt nach Westen und das wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich will ich darüber. Genau, jetzt kann ich nämlich versuchen, bei dem da zu landen. Um mal mit dem noch zu reden. Hüpf. Ganz ausgezeichnet, Wetterfreund. Den richtigen Umgang mit dem Dekoblatt hast du jedenfalls bereits prima raus. Jetzt heißt es ein bisschen Gras mähen, um deine magische Energie wieder aufzufüllen. Eingang zu verbotenen Hain liegt höher als die Insel, in der wir uns befinden. Um also an Höhe zu gewinnen, musst du dir aufsteigende Luftströmung zunutze machen. Kannst du den Aufwind dort sehen, mein Freund? Die Luftströmungen hier bewegen sich ziemlich schnell. Sie bewegen sich stets mit dem Wind. Du musst den richtigen Zeitpunkt abwarten, damit viele Sprünge abspringen. Es brauchst nur noch darauf zu warten, dass der Wind in Richtung des Eingangs weht. Magische Energie, magische Energie. Ein Rubin, der unnötig ist. Noch mehr magische Energie. So, nein, ich will nicht warten. Das müsste jetzt eigentlich so rum sein. Jawollo. Ist das jetzt mein Aufwind? Soll das mein Aufwind sein? Vermutlich schon, weil sonst sehe ich keinen. Okay, da müssen wir warten, bis der im Kreis gegangen ist. Und da will ich auch noch rüber. So. Hü, hüpf. Nein, 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 nein. Wenigstens wird man zurückgesetzt und nicht, muss nicht durch die ganze Insel nochmal. Und die Blätter werden zurückgesetzt, das ist auch schön. Und der Wind bleibt in der richtigen Richtung. Das sind so ein paar Vorteile, die uns helfen, das ein bisschen schneller zu erledigen. Wenn das auch eine absolute langwierige Sache ist, auf diese Windhose zu warten. So, ich muss ein bisschen früher hüpfen. Wie wäre es mit jetzt?
Ab in den Aufwind. Hallo, ihr Gegner. Was kann man denn da machen? Ach, da kann man sich schneller bewegen. Und landen. Nee, euch kann ich irgendwie nicht. Euch kann ich keinen Schaden machen. Dann, gehen wir mal hier rein. So, und die Karte hat sich geändert. Nee, noch nicht. Aber wir sind im verbotenen Hain jetzt. Willkommen im zweiten Dungeon. Fuck, ich habe gerade die Konterattacke gemacht und habe wahrscheinlich einen der Schleime kontern wollen und der andere hat aber in der Zeit getroffen. So. War kein Zaubererkampf, aber war gut genug. Netter Konterangriff. Man kann auch normal angreifen, man muss nicht diesen Aufspießer machen. So, wir sind jetzt im Verbotenen Hain. Im Verbotenen Hain ist die ganz große Aufgabe, die Türen zu öffnen. Da hängen irgendwelche Pflanzen im Weg und die muss man töten, um durchzukommen. Wenn aber Link nah genug rangeht, um das Schwert zu verwenden, dann passiert das. Also ich kann die Ranken abschlagen, aber die wachsen wieder nach. Das heißt, ich muss Möglichkeiten finden, die zu besiegen, ohne nah ranzugehen. Oh mein Gott. Ach ja, Blatt im Kampf. Mach das. Stößt Gegner zurück und lähmt sie ein bisschen. So, hier haben wir eine Truhe. Oh, eine große Truhe. Direkt die Karte. Das ist natürlich schön. Schauen wir uns die gleich mal an. 5 Stockwerke. Aber relativ wenig Räume. Das ist vor allem ein großer Zentralraum. So, und jetzt ist die große Frage, wie? Wie kriegen wir den das Auge kaputt? Ich würde ja eigentlich sagen, hiermit. Oh ja, man muss nur treffen. Dann stimmt meine Idee auch. So, und wir haben jetzt hier einen Raum und den fand ich vor Jahren eklig. Wir müssen da hoch. Dazu müssen wir diese blöden Pflanzen verwenden, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Dazu müssen wir aber erstmal auch die Tür öffnen, die uns... Ups. Oh, ich habe gerade das Blatt hinter mir. So. Die sind auch ein bisschen stärker hier. Wir müssen jetzt erstmal die Tür öffnen, damit wir unten rum... also wir machen unten die Tür auf, damit wir oben durch können. So, wir haben eine Fee. Die arme Fee, ich weiß. Aber sie ist einfach zu praktisch. Und sie freut sich ja dann so, wenn wir sie wieder rauslassen. Da muss man sich keine Sorgen machen. Der Fee geht's gut. Okay, was haben wir denn hier so? Also, hier ist eine Truhe mit diesem Viech. Das heißt, wir müssen nicht oben die Tür aufmachen. Ach, Manu. Ich dachte. So, ich hätte gerne eine Sache wie in, sowas wie in Dark Souls.
wo ich mit einem Tastendruck oder mit Hin- und Hersteuern das Ziel wechseln kann. Zum Anvisieren. Sowas gibt es aber leider hier nicht. So, und jetzt zerschlage ich noch dieses Ding. Oh ja, das ist eine Menge Schleim. Okay, wie komme ich jetzt da ran? Oh, das wollte ich nicht. Das hat nur magische Energie verbraucht. Die wir eigentlich noch brauchen. Ich glaube, dieses Gras wächst nach. Ein bisschen. Vielleicht auch nicht. Okay, ich habe eine ganz blöde Idee. Wofür haben wir denn diese Stöcke hier? Um sie zu hoch zu werfen. Ich habe leider keinen Anvisieren-Knopf für diese Viecher hier. Ne, die werft den zu hoch. Aber es könnte die Idee sein, ne? Jop. Läuft. Läuft. Und dafür gibt es ein Ritterwappen. Oh ja, nice. Okay, das heißt, wir müssen jetzt gucken. So. Ach, die haben meine. Der hat meine Magie aufgefüllt. Hat er meine Magie aufgefüllt? Ja. Nein, 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 nicht rollen. Nicht rollen, Link. Nächstes Ziel sollte die hier sein. Oder die im Eingang. Oh, fuck. Falscher Knopf. Ich habe arg. Warum auch immer ich A gedrückt habe. Wenn ich zum Fliegen doch eigentlich R drücken sollte. A ist abbrechen und nicht. Ah, hier kann man auch versuchen, auf den Ästen zu landen. Da gibt es nichts Verstecktes, aber das ist auch was Schönes manchmal, solche kleinen Bonuswege. Okay, dann gehen wir halt zum Eingang. Aber so vielleicht nicht. So, jetzt habt ihr auch die Tentakeln kennengelernt, die hier in dem Dungeon nerven können. Ist das ein nachgemachter Dekubaum? Okay, dann ein bisschen nach da drüben. Alter! Ich bin extra weiter nach außen. Ich bin extra weiter nach außen. Da drauf. Also schön, dass diese blöden Pflanzen, die uns so ärgern, unsere magische Energie auffüllen. Ah, Moment, von der Höhe her. Könnte es vielleicht reichen? Ja, reicht. Und jetzt davor. Und jetzt. Habe ich noch keine Ahnung. Da oben gibt es nichts mehr. Dann gehen wir jetzt direkt zum Ausgang. Da muss ich jetzt nur hoch genug sein, dass mir nichts passiert. Okay. Und hallo mal wieder, ihr Schleime. Einer. Aua. Das Timing war blöd, weil ich hatte gerade mein Schwert in der Hand. Der hat sich wieder versteckt. Die grünen Schleime sind echt feige. Die roten waren irgendwie viel, viel aktiver. Die roten waren viel mehr draußen. So, ich wollte jetzt alles, nur nicht die Bombe hauen.
die sich hier befindet. Also A, weil die Bombe natürlich unser Weg raus ist. Habe ich getroffen? Nö. Wieder zu kurz. Ich mach nur ein bisschen Gestrüpp weg, aber nicht die Hauptpflanze. So, viel näher konnte ich sie nicht mehr ranwerfen. Danke für das Herz. Okay. Das Rätsel hier ist sehr einfach. Wir müssen einfach nur den Wind ein bisschen mit dem Wind ein bisschen diese Plattform antreiben oder uns mit dem Aktio-Reaktio-Prinzip vorwärts wedeln. Wenn ich in eine Richtung Wind mache und stehe, dann werde ich in die andere Richtung gedrückt. Ne? Ganz klar, Rückstoß. Was haben wir da? Wieder solche Viecher. Ah, die kann ich nämlich doch besiegen. Wenn ich sie denn mit dem Wind lähme. Habe ich vorhin nicht dran gedacht. Jetzt war es mir sofort klar, als ich sie gesehen habe. Anvisieren. Wind. Danke, Spiel, dass ich den Wind nicht benutzen durfte. So, das wären die zwei Fliegenden. Jetzt machen wir diese Pflanzen hier. Kann man die auch bewinden? Ja, kann man. Wenn man dann näher dran wäre, könnte man die auch direkt besiegen ohne... Ah, danke. Das ist eine Wurfplattform. Ja, wenn man direkt dann hinrollt, zum Beispiel, wenn man schnell genug ist, kann man sie einfach mit einem Schlag dann töten. Hier sind ein paar Rubine, die sind total unnötig. A, haben wir volle Rubine und B, brauchen wir erstmal keine. Okay, Moment, wie komme ich da rein? Kam ich da rein? Okay, das ist klar. Hier ist irgendwas, ach. Okay, ich brauche mal einen... Brauche ich da einen Stock? Oder kann ich das so aufschlagen? Kann ich einen Stock mitnehmen? Das ist eher die Frage. Ich dachte nämlich in diese Pflanzen rein. Doch, ich... Wow, ich kann einen Stock mitnehmen. Ist ja nice, das wusste ich nicht. Kann ich auch einen Stock mitnehmen und fliegen? Okay, danke, dass das noch ging. Ablegen. Wurm. 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 Und Glock. Glock. Fuck. Brauche ich Feuer? War da unten irgendwo Feuer? Nee. Da ist noch eine Truhe und zwei Samendinger. Ah, ich kann es einfach so aufschlagen. Gut. Dann hüpf, ableg. Bloß nicht von der Plattform, stoßen mit dem Wind. Nein, zu kurz. Aber jetzt bin ich hier. Dann machen wir erstmal die Truhe auf, die uns überhaupt nichts bringt. Aber ich will alle Truhen haben. Das ist voll, das ist Vollständigkeitsdenken, was ich dann leider manchmal in den Tag lege. Ich will auf in einem Zelda am Ende keine Truhen ungeöffnet haben. Okay, ich habe viel mehr Zeit. Das Knirschen, was man gerade kurz gehört hatte. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber das Knirschen, was man gehört hat, das war der Ball.
So. Jetzt haben wir auch die Tür geöffnet. Ist halt ein nicht sehr aufregender Dungeon am Anfang. Also wir haben den Weg hier durch. Jetzt sind wir hier hoch, jetzt sind wir hier. Wir kommen jetzt an die erste Kreuzung. Und das ist auch so ziemlich die einzige Kreuzung. Ah, dachte ich doch, da war was. Die Gegner lernen und beschützen die Waffe, die ich gegen sie verwenden kann. Reicht nur nicht. Gegen die Tentakel laufen macht übrigens Schaden. Will man vermeiden. So, wir sind jetzt im großen zentralen Raum. Ich kann euch sagen, das große Ziel wird, diese Dinger da oben abzuschneiden. Das dauert aber noch ein wenig, bis wir das können. Wo will ich denn als erstes hin? Da ist was zum Schwingen, da ist was zum Springen. Dann würde ich vielleicht da rüberkommen. Da unten ist eine Tür, die ich nicht öffnen kann, weil ich da ein anderes Item noch brauche. Das heißt, ich muss oben weiter. Okay. Ah, und das ist nur Wasser. Okay, das war... Wollte ich eigentlich nicht testen, aber jetzt haben wir es auch getestet. Das ist nur Wasser. Und wenigstens füllt es die Energie immer wieder auf, die magische. Das finde ich sehr angenehm. Das sind so die Kleinigkeiten in so einem Spiel, die manchmal ein bisschen helfen können. Swing. So, aufpassen, diese Plattformen bewegen sich. Wäre ich direkt gesprungen, hätte ich es natürlich nicht geschafft. So, und jetzt muss ich dieses Ei über den zentralen Weg darüber bringen. Die Rubine nehme ich jetzt einfach mal mit. Genau, ich muss jetzt nämlich darüber. Da sind noch mehr Plattformen. Da könnte man noch nach oben. Ich will aber eigentlich wirklich... Will ich zuerst das Rätsel lösen? Oder will ich... Ich löse mal das Rätsel und dann gucken wir direkt nach oben. Ich weiß nämlich nicht, was da oben war. Könnte ja der Kompass sein. Den haben wir noch nicht. Ah, der Zentralweg geht auch ein bisschen weiter außen rum. Ach nee, ein Teleporter. Das ist nice. Hier ist unser erster Teleporter in dem Dungeon. Für die Rückwege. Das ist natürlich gut, weil diese ganzen Eingangsräume, die sind nicht schwer, aber sie dauern einfach lang. Das muss man halt schon so sehen. Gegner? Was war das? Also ich höre was, aber ich sehe nichts. Ah. Oh nein, nicht ihr. Muss man die ganze Zeit Wirbelattacken machen? Oder man weht sie durch die Gegend. Also mit Wirbelattacken sind sie eigentlich am besten zu besiegen. Aber man kann sie auch... Ups. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Schaden machen können. Man kann sie, glaube ich, auch durch die Gegend wirbeln. Und dann fliegen sie durch die Luft und in der Luft können sie, können sie sich nicht an Link ranhängen. So ist die Idee. Machen wir die Truhe auf. Rubin. Kleiner Grund zum Feiern. Und dann gehen wir weiter. In ein Rankenlabyrinth. Das ist wie ein Spiegellabyrinth, bloß schlechter. Erste Truhe. Der Kompass. Jetzt wissen wir, wo sich alle Schätze befinden.
Hier im Raum ist noch einer. Da vorne ist noch einer. Okay, relativ weit am Anfang. Werden wir am Ende auch noch holen. Brauche ich die Bombe von da? Oh oh. Das hat Schaden gemacht. Ich schaue erstmal den Weg kurz weiter. Aua. Da wollte ich nicht laufen. Das Schöne ist natürlich, hier sind überall Gräser. Aua. Das heißt, man kann sich den Schaden theoretisch die ganze Zeit wieder heilen. Braucht nur die Geduld. Ah, ein paar Rubine. Komm, wenn wir schon da sind. Aua, so weit bin ich gar nicht um die Ecke. So, da sind Herzen. Damit sind wir wieder fast... Ne, wir sind voll. Da lang darf ich. Ist eigentlich ein leichtes Labyrinth. Folge dem Weg. Aber man muss halt ein bisschen die Geduld aufbringen... zu schauen, wo die Ranken sind, dass man nicht zu schnell läuft. So, jetzt ist das Problem, was mache ich hier? Hier brauche ich jetzt eigentlich eine Bombe. Oh, knapp. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich hin will. Hier sind überall Vasen. Die mir was bringen, weiß ich nicht. Nee, das ist eigentlich nur ein Rückweg. Also hiermit komme ich von A nach B. Wie kriege ich die Bombe darüber? Werfe ich die einfach durch die Ranken durch? Muss ich nur weit genug werfen? Ja, natürlich. Ist offen? Ja. Also wieder einmal außen rum. Da lang. Hier durch. Aua, zu weit. Ich weiß doch, dass ich hier außen rum muss. So. Dann da wieder vor und dann kann ich hier hoch. Und einen Schlüssel. Das war sehr vorhersehbar. Hüpf. Ich will nicht rollen, ich will in dem Ding drin landen. Und warum dreht die Kamera? So. Und ich beende die Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da und ansonsten wie immer bis zum nächsten Mal, einen schönen Abend noch,